Mein Name ist Benjamin Hoffmann vom Autohaus an der B13. Ich bin zuständig für Firmen und Gewerbekunden und das jetzt mittlerweile seit über einem Jahr. Heute betrachten wir uns das Firmenleasing, Gewerbeleasing und vielleicht auch so die ein, zwei Unterschiede zum Privatkundenleasing. Der Unterschied zwischen Privatkundenleasing und Gewerbekundenleasing ist, dass wir im Gewerbekundenleasing mehr Dienstleistungen anbieten können, subventionierte Wartungspakete und ja, andere Laufzeiten teilweise auch. Im Gewerbekundenleasing bieten wir Laufzeiten von 12 Monaten bis hoch bis maximal 60 Monate. Im Regelfall werden aber 48 Monate genommen, da das die maximale Laufzeit ist, wo die Subventionen der Herstellerleasing auch laufen. Skoda bietet für Gewerbekunden Sonderleasingkonditionen, welche eben durch die Leasing gestützt werden in den Faktoren und auch in den Wartungspaketen oder Reifenpaketen, das heißt in einzelnen Dienstleistungen, wovon der Kunde am Ende doch sehr profitieren kann, bis zu 50% Ersparnis. Grundsätzlich kann sich jeder Selbstständige ein Gewerbeleasing gönnen oder ein Gewerbeleasing abschließen. Voraussetzung ist hier, dass er eine entsprechende Bonität zur Verfügung stellt oder hat und auch das Gewerbe soll mindestens 12 Monate bestehen. Bei Skoda Gewerbeleasing unterscheiden wir zwischen dem Einzelkunden, dem Selbstständigen Hans Meier GmbH von nebenan oder auch einem Großkunden. Für einen Großkunden gibt es spezielle Anforderungen, wie beispielsweise einen Fuhrpark von mindestens 15 Fahrzeugen. Näheres dazu gerne auf Anfrage. Und ansonsten sind die Subventionen sehr identisch. Bei der Fahrzeugrückgabe, das wird durch einen unabhängigen Gutachter gemacht, der das Fahrzeug besichtigt auf Schäden, mehr, minder Kilometer, sodass wir am Vertragsende eine neutrale, objektive Abrechnung haben. Bei Vertragsende, bei der Abwicklung des Fahrzeugs, wie gesagt, werden eben die mehr minder Kilometer begutachtet, wo der Kunde entsprechend etwas zurückbekommt, weil er zu wenig Kilometer gefahren ist oder gegebenenfalls auch Kilometer nachbezahlen muss oder falls vorhanden eben auch Schäden oder Minderwerte nachbezahlen muss. Bei der Fahrzeugrückgabe brauchen wir auch keine Angst vor dem bösen Erwachen haben. Da viele Kunden sagen, bei der Rückgabe musst du viel bezahlen, wegen Schäden und und. Das ist falsch. Sie bekommen bei Fahrzeugrückgabe oder bei Fahrzeugvertragsabschluss bereits schon eine Richtlinie bezüglich der Schäden, Minderwerte, nach welchen sich der Gutachter das Fahrzeug anschaut. Und ich sage immer, stellen Sie vor, Sie würden Ihr Fahrzeug an einen Freund verleihen. Wie würden Sie es zurückbekommen wollen? Im Skoda Gewerbeleasing können wir alles, was das Fahrzeug betrifft, über die Dienstleistung des Skoda Leasing abdecken. Sowohl die Reifen als auch die Kundendienste. Sie können eine eigene Tankkarte beantragen, wo Sie am Monatsende eine Abrechnung bekommen über Ihre Spritkosten. Wir können Kfz-Steuer abdecken, wir können die GEZ abdecken, also alles, was Ihr Fahrzeug betrifft. Sehr gerne, auf ein baldiges Wiedersehen bei uns im Autohaus an der B13.